The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Unterricht in den Häusern. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Unsere Gemeindeglieder sollten mehr von Haus zu Haus arbeiten, indem sie Bibelstunden halten und Literatur verbreiten. Wenn wir an allen Wassern sehen, werden wir feststellen, dass einer, der reichlich sät, auch reichlich erntet. Dem Beispiel Christi müssen alle folgen, die behaupten, seine Kinder zu sein. Stillt die körperlichen Bedürfnisse eurer Mitmenschen und ihre Dankbarkeit wird alle Schranken niederreißen und euch ihr Herz erreichen lassen. Frauen und Männer können sich in dieser Aufgabe einsetzen. Sie können in Familien ein Werk tun, das Männer nicht tun können, eine Wirkung erzielen, die das Innenleben der anderen berührt. Sie können den Herzen derer nahe kommen, welche die Männer nicht erreichen können. Ihre Arbeit ist notwendig. Zurückhaltende und demütige Frauen können eine gute Arbeit tun, indem sie den Leuten in ihren Heimen die Wahrheit darlegen. Das Wort Gottes so erklärt, wird sein Werk wie Sauerteig tun und ganze Familien werden sich bekehren. Im Familienkreis, am Kamin des Nachbarn, am Krankenbett kannst du in Ruhe aus der Bibel vorlesen und ein Wort für Jesus und für die Wahrheit sagen. Dadurch kann kostbarer Same ausgesät werden, der keimen wird und Frucht bringt. An vielen gar nicht verheißungsvollen Orten gibt es eine missionarische Aufgabe zu erfüllen. Der Missionsgeist muss unsere Seelen erfassen, uns dafür begeistern, Menschengruppen zu erreichen, für die wir eigentlich nicht arbeiten wollten. Wir hatten nicht geahnt, einmal an solchen Orten und mit solchen Methoden zu wirken. Der Herr hat seinen eigenen Plan für das Säen des Evangeliumssamens. Indem wir säen, wie er es will, werden wir den Samen derart vervielfältigen, dass sein Wort Tausende erreichen kann, die die Wahrheit nie zuvor gehört haben. 1000 mal 1000 und 10.000 mal 10.000 Engel warten darauf, mit den Gliedern unserer Gemeinde zusammenzuarbeiten, um das Licht, das Gott so großzügig geschenkt hat, weiterzugeben, damit ein Volk auf die Wiederkunft Christi vorbereitet werden kann. Unsere Schwestern, die Jugend, die im mittleren und im fortgeschrittenen Alter können in dem Abschlusswerk dieser Zeit eine Rolle spielen. Indem sie ihre Gelegenheiten nutzen, werden sie eine Erfahrung sammeln, die für sie selbst von höchstem Wert ist. Indem sie sich selbst vergessen, werden sie in der Gnade wachsen. The Lord is coming. Are you ready?